Hallo liebe Bastler, mit frischem Schwung geht's in die nächsten Team-Videos und zwar heute von der Gabi Oberwalder das Projekt und zwar ist es eine Karte, die eine besondere Karte ist, weil sie eine sogenannte Spinning-Karte ist. Das heißt, wenn man sie aufmacht, dann tanzt der Schmetterling, total nett. Und als Stempeltechnik hat sie sich entschieden für die Aquarell-Hintergrundtechnik. Die Gabi hat mir jetzt gleich zwei ihrer schönen Werke gemacht und zwar mit verschiedenen Farbkartone. Und ich werde heute nur eine dritte Variante dazu machen. Wer sich also sehr für Aquarell-Hintergründe interessiert, ist heute in unserem Team-Video sehr gut beraten. Gut, meine Lieben, dann starten wir los. Die Gabi hat uns heute gebastelt mit dem Schmetterlingsglück-Stempelset. Ist auch ein ganz neues, das jetzt kommt. Ich habe ja so eine Freude, endlich wieder Schmetterlinge. Und da dazu gibt es auch eine passende Doppelstanze, also mit groß und klein. Und das Feine dabei ist, dass man beide Schmetterlinge mit einem Stempelabdruck ausstanzen kann. Also das ist ganz, ganz super gemacht. Das heißt, die Stempelabdrücke sind immer zusammenhängend, der große und der kleine, ganz, ganz spitze. Und es gibt dazu auch einige schöne Schriftzüge. Und das Schöne ist, dass es ganz unterschiedliche Schriftzüge sind. Das heißt, wir haben einmal ja Danke dabei, wir haben was dabei für den Geburtstag, wir haben neutral beste Wünsche, passt also für sämtliche Feste. Wir haben sowas wie schön, dass du da bist. Und auch alles Schwere macht uns stärker, also auch was Mutgebendes. Ist wirklich ein unglaublich vielseitiges und gelungenes Stempelset. Riesenfreude, vielen Dank Stampin' Up. Gut, mit dem werden wir also heute basteln. Und ich habe mir gedacht, die Gabi hat jetzt einmal mit Aquarellpapier gearbeitet und einmal mit normalem Flüsterweiß. Einfach um zu sehen, wie unterschiedlich kommen die Farben raus und wie gestaltet sich das Aquarell? Geht das auf Flüsterweiß überhaupt? Und ja, es geht. Vorsichtig sein mit Wasser, ganz, ganz wichtig, sonst fängt das Papier an, sich aufzulösen und kriegt sozusagen das Peeling, also das, was man oft kennt bei Wollpullover zum Beispiel, die dann so kleine Knötchen machen. Das macht das Papier auch, wenn es zu viel Wasser kriegt. Und beim Aquarellpapier hat man da natürlich überhaupt kein Problem. Da ist es natürlich ein kleines bisschen schwieriger mit den Stempelabdrücken, aber dafür kann man da natürlich die Form ja, schon schöner raus, sind schon satter als jetzt beim flüsterweißen Papier. Dafür ist das Papier ein bisschen vanilliger, das ist nicht ganz so weiß, also das hat alles so seine Für und Wider. Und ich probiere jetzt eine dritte Variante und zwar mit Seidenglanz. Das ist von der Färbung her, finde ich, geht es eher in Richtung Aquarellpapier, ist aber, ich finde, eine Spur heller. Dafür hat es aber den Glitzer drin, deswegen mag ich jetzt eher weniger. Ich mag es ja total, also ich liebe Glitzer, ich mag Glitzer wirklich total gern, also für mich ist das kein Thema. Aber für wem das eben ein Thema ist, der sollte eher vielleicht auf Aquarellpapier oder vorsichtig mit Flüsterweiß arbeiten. Gut, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten jetzt gleich einmal los. Ganz kurz möchte ich zur Gabi noch sagen, ich habe die Gabi schon vorgestellt in meinen letzten Team-Videos. Also da setze ich Ihnen da oben einen Link, da können Sie da gerne mal reinschauen und natürlich auch unten in der Infobox. Und da ist einiges schon beschrieben, was die Gabi so betrifft. Und die Frau Oberwalder ist in ihrem Familienbetrieb mit ihrem Bruder tätig, das ist ein Glasereibetrieb. Also die machen ganz, ganz schöne Sachen, machen auch sowas wie Bauverglasung und da arbeitet sie kräftig mit. Also sie kann auch richtig anbacken, die Gabi, und kann aber auch so schöne filigrane Sachen machen. Also das finde ich ganz, ganz stark, dass sie für beides so geeignet ist. Und was mir total taugt ist, die Gabi macht auch natürlich Karten auf Bestellungen und bietet aber auch die Möglichkeit, dass man bei ihr natürlich Stempelzubehör bestellen kann. Also wer sich dafür interessiert und im Raum Zillertal wohnt, bitte melden Sie sich bei der Gabi Oberwalder. Das ist so, so eine nette und die macht das super und betreut Sie da sicher ganz, ganz, ganz gern und hat jetzt auch schon einiges an Wissen angeeignet. Sie ist ja immerhin jetzt schon mehr als ein Jahr dabei.
Gut, in dem Sinn würde ich sagen, Gabi, ich starte jetzt los mit Ihrer wunderschönen Karte. Wie gesagt, ich mache jetzt noch eine dritte Variante dazu mit Seidenglanz. Und das habe ich mir schon vorbereitet auf meiner Glasplatte. Wenn ich mit Wasser arbeite, dann mag ich total gerne die Glasplatte drunter legen. Jetzt muss ich das gerade irgendwie so hindrehen, dass das in der Kamera dann auch gut sichtbar ist. Weil ich da drauf einfach mit Wasser super arbeiten kann und ich bin einfach gut geschützt, das mag ich total. Das Papier selber klebe ich mir jetzt mit einem Malerkrepp an. Ich habe es ja auch schon auf verschiedenste Varianten probiert. Malerkrepp geht recht gut. Wichtig ist wirklich, das Papier rundherum anzukleben. Wenn man das nämlich nicht macht, dann wälzt sich das richtig so auf. Das zieht sich richtig zusammen und das funktioniert dann nicht mehr gescheit. Und dann braucht man für das Ganze natürlich ein bisschen Klarsichtfolie. Die habe ich mir auch schon vorbereitet. Und da verwende ich einfach ein Stück aus so einem Schnellhefter, der was auf zwei Seiten offen ist, wo ich meine Papiere zum Beispiel auch reingebe. Das habe ich einfach aufgeschnitten und so ein Stück nehme ich. Wichtig ist nur, dass das Stück größer ist als ihr Aufleger. Aber was das dann ganz genau für eine Kunststofffolie ist, ist eigentlich wirklich gekupft wie gestiefelt. Und wir brauchen natürlich einmal den Aufleger und einmal nur ein kleines Stück dazu, weil wir für die Schmetterlinge zweimal den großen Schmetterling brauchen und eben zweimal den kleinen. Und da haben wir mit dem Kreis, der vom Aufleger überbleibt, kriegen wir zwar einmal einen großen und einmal einen kleinen raus, aber wir brauchen ja noch einen zweiten. Und so habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Spiel, dass ich schaue, wo gefällt mir jetzt der Farbverlauf besser. Schön, dann würde ich sagen, ich lege jetzt einmal los mit der Farbe. Wir brauchen zum einen Aquamarin und zum anderen Limette. Eine wunderschöne Farbkombination, wie ich finde. Und ich lege jetzt einmal mit Aquamarin los. Gib da einfach ein bisschen Farbe auf meine Folie drauf, also ungefähr so viel. Und spritz mir da mit unserem Wasserspritzer drauf. Einfach schön anspritzen, dass das richtig nass ist. Und ich spritze aber auch ein kleines bisschen Wasser auf den Karton schon, auf beide. Damit dann sich das ein bisschen schöner bewegt. Also ich finde halt einmal, dass das besser funktioniert. Und da fahre ich jetzt einfach so ein bisschen drauf und fahre auch gleich da habe ich so ein bisschen drauf. Ein bisschen ansaugen lassen. So, ein bisschen verteilen da. Da zieht sie sich schon ein bisschen an. Da können Sie sich natürlich ein bisschen spielen, wie Sie das möchten. Und ein bisschen zurechtschieben, drücken, so, so lässige Effekte kriegt. So. Und so lasse ich das Ganze jetzt einfach mal trocknen. Wer das Ganze ein bisschen schneller haben möchte, kann sich da jetzt natürlich noch mit Wasser, mit dem Embossing-Föhn helfen. Auf Stufe 1 kann man das gut antrocknen. Und das werde ich jetzt da mal machen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Die Folie einfach mit einem Zewa abtrocknen und dann geht die wieder fürs nächste Mal, für die nächste Runde. So, die erste Runde ist angetrocknet. Mir ist das jetzt farblich noch ein bisschen zu wenig intensiv. Von daher gebe ich mir jetzt einfach nur mal ein kleines bisschen von dem Aquamarin drauf. Spritze es nur mal an. Jetzt gebe ich aber nicht nur mal Wasser drauf, weil das Papier ja ohnehin schon noch ein bisschen feucht ist. Das ist zu wenig. Und tupfe mir jetzt einfach noch mal so ein bisschen da drauf, damit es einfach ein bisschen färbiger, ein bisschen intensiver wird. Das können Sie übrigens so oft wiederholen, im Prinzip, wie Sie wollen. Und wie es das Papier vertrocknet, das sehen Sie dann eh. Und so trockne ich das Ganze jetzt noch mal durch, so dass ich wirklich ein bisschen kräftiger bin in der Farbe. Das Schöne ist, wenn man es öfter färbt, dass man viel mehr Tiefenwirkung kriegt. Also scheuen Sie sich bloß nicht, zwei, drei Lagen Farbe aufzutragen. Das wird wirklich lässig. Jetzt gehen wir als nächstes mit dem Limette noch dazu. Also auch da geben wir jetzt ein bisschen Farbe drauf. Spritzen wir das Ganze mit dem Wasserspritzer wieder richtig voll an. Und fahre noch ein bisschen mit dem Grün dazu. Das mache ich jetzt nicht ganz flächig, sondern eher nur auf einer halben Seite sozusagen.
auch da. Ich gehe jetzt nicht überall drauf, sondern nur auf der einen Seite, so dass ich da ein bisschen einen Farbverlauf vielleicht habe. Ein bisschen reinschieben. Schön, wird lässig. Da schieben wir da noch ein bisschen rauf. Mit der Folie ist natürlich cool, weil man wirklich richtig lässige Effekte erzielen kann. Mit dem Antupfen hat man einfach so ein bisschen mehr Bewegungsmöglichkeit. Man kann das einfach noch mal ein bisschen aufnehmen und einen kleinen Tupfen wohin setzen. Das geht ganz gut. So. Mal schauen, ob wir da dann auch noch einen zweiten Gang brauchen, aber ich glaube, es wird so reichen. Jetzt geht das nochmal zum Föhnen. Bitte nur auf Stufe 1 festmerken. Und dann schauen wir weiter. So, das Papier ist trocken geföhnt. Und jetzt werden wir gleich als erstes die Schmetterlinge stempeln. Und zwar habe ich beschlossen, das auf den kleinen Teil zu stempeln. Ich habe mir jetzt diesen rausgenommen, den Schmetterling habe ich mir rausgenommen und den stempel ich mir jetzt mit Aquamarin. Ja, genau. Stempeln wir da jetzt drauf. Gut benetzen den Stempel. Und dann geht's schon los. Einmal. Dann machen wir den zweiten genau umgedreht. Zweimal. Sehr schön. Schön, oder? Schaut doch super aus. Echt gewaltig. So, dann werden wir das gleich ausstanzen und das schneiden wir uns gleich noch zurecht auf 10 x 14 cm und dann stempeln wir da gleich noch den Spruch rein. So, da. Das ist also jetzt zugeschnitten auf 10 x 14 und da nehme ich jetzt noch den schönen Geburtstagsspruch, der in dem Set dabei ist und stempel mir das Ganze schön drauf. Und zwar, jetzt bin ich gerade beim Überlegen, ich glaube, ich setze es mir da her. Genau. Schön, ganz, ganz lieb. Okay, so, als nächstes werden wir jetzt gleich da einen Kreis ausstanzen. Und zwar verwende ich da jetzt einen Kreis von den Lagenweißen Kreise und denselben. Mit demselben stanze ich mir dann auch gleich die Öffnung von der Basiskarten. Ich gebe jetzt nicht beide übereinander durch die Big Shot, weil ich habe Sorge, dass man dann der Kreis das nicht ausschneidet, sondern mache zuerst bei meinem Aufleger den Kreis, sitze ungefähr da so her, dass links und rechts und oben der gleiche Abstand ist und dann lege ich mir das mittig auf meinen Aufleger drauf, dann kann ich mir das anzeichnen und lege dann die ist auf meine angezeichnete Stelle drauf und schiebe es dann so nochmal durch die Big Shot, so dass wir schön den Kreis an der gleichen Stelle haben. Und wenn ihr das habt, dann schauen wir, wie es weitergeht. So, dala. Beides ist gestanzt. Da haben wir das also jetzt da ganz schön als Aufleger. Jetzt können wir noch gleich die Schmetterlinge ausstanzen. Wie gesagt, das geht jetzt unter einmal. Das ist natürlich super praktisch. Kann man schauen, dass wir das da rein da friemeln. Dann schauen, dass es schön passt, dass das da bei beide Schmetterlinge schön ausschaut. Und zack, raus. Und das gleiche dann da drüben noch einmal. Einpassen schön. Na? Ja. Und raus. So, den Rest könnte man jetzt tatsächlich noch auf für kleine Schmetterlinge oder Herzen, geht das noch total super. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, wo es interessant wird, und zwar wegen dem Spinning-Teil, dass sich das Ding dreht. Und da brauchen wir jetzt einfach ein Stück Nylonfaden. Mein Tipp ist, nehmen Sie nicht einen ganz dünnen, sondern einen 0,3 mm starken Nylonfaden. Und zwar deshalb, weil der dünne, der wird zu schnell lapprig. Und wenn Sie ein bisschen fest annehmen, dann geht das besser. Und jetzt kleben wir uns praktisch die zwei Schmetterlinge einfach auf den Nylonfaden drauf.
Aber so, dass oben und unten schon noch ein Stück überbleibt. Also ich würde mal sagen, so ungefähr 10 cm, dass er oben und unten raussteht, der Nylonfaden. Da tue ich mir jetzt in der Mitte drauf wirklich ein Stück ein doppelseitiges Klebeband, weil das wichtig ist, dass der Schmetterling am Nylonfaden wirklich gut hält. Und das mache ich aber bei beide, dass er von oben und unten gut gehalten wird. Und den Rest, beim restlichen Schmetterling gebe ich mir dann ein bisschen ein Dombo drauf. Jetzt ist mir mal als erstes der Nylonfaden wichtig, dass der da schön mittig drauf ist. Dann hält der schon mal da ganz gut. Soll dann ungefähr so ausschauen. Faden da drauf klebt und aber schon noch ein bisschen Faden überbleibt. Jetzt gebe ich mir da eben am restlichen Schmetterling ein bisschen ein Dombo drauf, dass der dann da außen mit dem zweiten schön zusammenklebt. Nicht irgendwie aufgeht, weil das war auch blöd. So, da lang. Und dann setzen wir uns den zweiten drauf. Da ruhig wieder ein bisschen Zeit lassen. Es ist einfach wichtig, dass das schön übereinander ist. In der Mitte gut andrücken, dass der Nylonfaden wirklich richtig gut hält. Das wird sich auf gar keinen Fall lösen. So ist das jetzt optimal. Jetzt hebt er da gut drauf. Schaut von beiden Seiten super aus. Sehr cool. Gut, so. Jetzt ist in die allermeisten Anleitungen das so, dass der einfach da oben angeklebt wird und da unten. Und ich finde, das ist aber total doof, wenn man das nur so macht, weil sich der Faden relativ schnell lockert. Und dann hängt der Schmetterling da so ein bisschen lapprig da drin rum und es funktioniert eigentlich gar nicht gescheit. Von daher wäre mein Tipp, nehmen Sie sich einfach zwei kleine Stücke Flüsterweiß, kleben Sie sich die mit einem doppelseitigen Klebeband an. Wichtig ist, dass es jetzt da, obwohl ich überlege gerade, das könnte eigentlich in der Mitte auch kleben, das war gar kein Fehler. Da können Sie wirklich das doppelseitige Klebeband einfach drüber geben. Und dann lösen wir uns den Kleber ab. Und jetzt mache ich das Ganze so, dass ich mir den Schmetterling da reinlege, dass ich schon mal sehe, okay, wo ist er dann in der Mitte. Und dann nehme ich mir mit dem Karton einfach den Faden auf. Also ich halte das oben und unten, drücke da ein kleines bisschen drauf, aber nur so, dass ich den Faden aufnehme, nicht dass es festklebt. Und jetzt fahre ich mit dem Faden rund um das Flüsterweiß herum. Und nochmal drunter rein, so dass es da wirklich doppelt anklebt. Also dass man einfach einmal so eine Schlinge macht. Und erst dann schneide ich mir den Faden ab. Und so kann ich mir das Ganze jetzt nochmal da mittig reinlegen. Jetzt schaue ich natürlich, da ist das karierte Papier wieder super, dass die Falzlinie einfach auf der schwarzen Hilfslinie liegt. Und somit kann ich da dann auch schauen, dass der Schmetterling schön mittig positioniert ist und gleichzeitig der Faden dann auch geradeaus runter geht. Bei mir wäre es jetzt da. Und jetzt klebe ich mir das einfach da an. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu hoch und decke mir dann das da noch oben ab. Ja, klappt. Super. Also da aufpassen, dass Sie da nicht zu viel Abstand haben. Und jetzt machen wir dasselbe da unten nochmal. Das heißt, auf den Papierstreifen ein doppelseitiges Klebeband drauf, Folie abziehen. Dann nehmen wir uns da unten nochmal den Faden einfach auf, einmal die Schlinge rundherum, Schlinge einmal rundherum und erst dann schneide ich mir das ganze Ding ab. Jetzt schaue ich nochmal, dass ich da schön gerade bin. Und jetzt wirklich mit ein bisschen einer Spannung, also das sollte schon ein bisschen Spannung haben da drinnen, so klebe ich mir das jetzt da an. Und dann wirklich ruhig mit dem Falzbein fest andrücken,
dass ich da die Chance habe, dass das sich da wirklich schön verklebt. So mache ich es. Also da mache ich das einfach nochmal so eine so Folie. Und damit kann ich das Ganze dann einwickeln und es hält mir aber besser. Und es dreht sich dann auch schöner. Gut, jetzt schauen wir dann gleich, wie es weitergeht. So, jetzt werden wir als nächstes gleich den Steckblatt noch draufkleben. Unseren Aufleger, da verwende ich einfach einen Dombo. Wenn er den noch raus mag. Jetzt schauen wir natürlich auch, dass wir da rund um den Kreis ein bisschen rumfahren. Dass dann der auch gut hält. So, da. Dann können wir das auch schon da drauf platzieren. Jetzt natürlich schauen, dass das beim Kreis passt. Dass wir da an der richtigen Stelle sind. Und erst wenn ich da bin, dann schaue ich, dass es oben stimmt. So. Der Rest ergibt sich jetzt eh von selber. Sollte eigentlich so einigermaßen hinhauen. Gut andrücken. Und mit dem Dombo natürlich verklebt sich jetzt der Faden da nochmal zusätzlich. Und das Stück Papier, was wir da jetzt reingeklebt haben, durch das, dass auf der Karte so viel los ist, nimmt man das auch gar nicht wahr. Aber es ist einfach nur mal so ein bisschen Sicherheit, die man hat. Das finde ich wirklich ganz gut. Also das funktioniert für meine Begriffe super. Jetzt kann man den Schmetterling noch ein kleines bisschen die Flügel aufbiegen. Dann haben die noch ein bisschen Dimension. Und ich klebe die immer am allerliebsten mit dem Dombo an. Sie können das aber ohne weiteres auch zum Beispiel mit einem Glue-Dot machen. Aber ich gebe immer dann da auf den Steg ein bisschen an Dombo. Setze mir den dann dorthin, wo ich ihn gern hätte. In dem Fall setze ich jetzt einen grünen da rüben her. Und drücke ihn dann einfach mit dem Papierfalzer an. Kann ich nochmal gleichzeitig die Flügel ein bisschen anheben und durchs Andrücken hält er da dann total super. Also das geht für mich total prima. Und den zweiten, den blauen, setze ich mir da so ins Grün ein bisschen rein. Machen wir das ganz gleich. Drücken wir da ein bisschen an. Und dann setzen wir uns noch gleich ein paar Glitzersteinchen. Das einfach nur mal so ein bisschen Bett macht auf der Karte. Einfach dort und da so ein bisschen. Na? Da noch ein her. Vielleicht da noch ein Grässern dazu zum Spruch. Und noch einen kleinen. Sitze mal hin, da rum noch dazu. Da? Ja, da. Wunderbar. Super! Das ist die Außenseite und auf die Innenseite kommt jetzt unser Aufleger. Der hat einfach die ganz normalen Maße und da hat die Gabi nochmal die Ecken abgerundet und an so ein Elementteil gestanzt. Das geht mit unseren Dreifach-Fähnchen-Stanze sehr gut. In dem Fall stanze ich jetzt zuerst die Öffnungen, weil ich da mich leichter tue mit den Ecken, weil das einfach total super funktioniert. Und wenn ich die habe, dann tue ich mir erst die Ecken abrunden. So. Dann haben wir da in der Innenkarte auch noch mal so ein bisschen einen Pfiff. Und das klebe ich mir jetzt auch einfach mit dem Dombo rein. In dem Fall natürlich vorher nur an die Außenkanten entlang. Dann hat man auch mit dem Schreiben kein Problem. So, dann setzen wir uns das da noch in die Karte schön ein. Sehr gut. Okidoki. Und jetzt können wir sie noch knicken, unsere Karten. Und jetzt einfach ein paar Mal den Schmetterling in eine Richtung drehen. Das ist dann ganz egal, in was für eine. Und dann ins Kuvert stecken und so verschicken. Und wenn es der Beschickte dann aufmacht, dann bewegt sich richtig gut der Schmetterling. Schön! Ich hoffe, dass Ihnen das Projekt von der Gabi wieder so gut gefallen hat wie mir. Ich finde es wirklich ganz klasse.
Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bitte schenken Sie auch der Gabi viele, viele Daumen hoch. Und in dem Fall sage ich Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal.